Stolze 60 Jahre gibt es die Judo-Union Flachgau bereits. Zu diesem Anlass war die komplette rot-weiß-rote Elite zur Staatsmeisterschaft in der Judo-Hochburg Straßwalchen angetreten. Von den insgesamt 14 möglichen Titeln holten sich die Salzburger Athleten gleich 6 Meisterkronen. Auch der Hausherr Lupo Baescher sicherte sich seinen bereits 10. Staatsmeistertitel. Bei der anschließenden Afterfight-Party wurde das dann auch gleich ausgelassen gefeiert. Mit der österreichischen Nationalhymne wurden die Judo-Staatsmeisterschaften 2012 in Straßwalchen eröffnet. Die gesamte rot-weiß-rote Judo-Elite war in der Gerhard-Dorfinger-Halle angetreten. Neben der Meisterschaft gab es noch einen besonderen Anlass zu feiern. Ja, auf alle Fälle ist es eine große Ehre. An und für sich gibt es ein Veranstaltungsrat und wenn es besondere Jubiläen gibt, dann kann man natürlich da auch noch ein bisschen was machen. Und Straßwalchen mit dem 60-Jahr-Jubiläum ist natürlich als Judo-Hochburg Österreichs prädestiniert für so eine Meisterschaft. Bei den Männern bis 90 Kilogramm standen sich im Finale der Hausherr Max Schirnhofer und Manuel Reichmann aus Wien gegenüber. Bitte vorbereiten für die nächsten 7 Jahre. Wobei sich der in Mondsee lebende Berufssoldat klar mit Ippon durchsetzte. Es war auch eine klare Standortbestimmung, denn die Chance auf Olympia lebt. Naja, ich bin jetzt zum 5. Mal in Folge Staatsmeister geworden. Jeder Staatsmeistertitel ist natürlich sehr schön und ich freue mich. Ich freue mich auch total, dass mein Bruder wieder im Finale war und Vizestaatsmeister geworden ist. Und man sieht, dass die Form stimmt. Es sind Europameisterschaften in Russland. Und ich freue mich auf die Europameisterschaft und hoffe, dass ich dort das Olympiaticket löse für London 2012. Mit viel Herz und noch mehr Emotionen war das Finale der Frauen bis 57 Kilogramm gekennzeichnet. Bei Anja Meyer von der Judo-Union Pinzgau ging es um den ersten Staatsmeistertitel in dieser Klasse. Ihre Gegnerin Tina Zeltner aus Niederösterreich hielt lange dagegen. Ebenfalls mit Ippon setzte sich Anja Meyer aber doch am Schluss durch, sehr zur Freude von Trainer und auch von Papa. Der Heurige bedeutet mir sehr viel, weil es ist mein erster in der allgemeinen Klasse. Und ich bin jetzt überglücklich und werde das heute noch gescheit feiern. Den bereits 10. Titel konnte Lokalmatador Lupo Peischer feiern. Er ließ dem jungen Steirer Manuel Hödel keine Chance und gewann nach 3 Minuten durch Festhaltegriff. Bereits fix qualifiziert für London 2013 ist es erlaubt, von einer weiteren olympischen Medaille zu träumen. Ja, natürlich ist auch der Druck ganz anders, man bereitet sich lange darauf vor, es ist nur alle 4 Jahre einmal, das heißt, man hat als Sportler nicht so oft die Möglichkeit. Und ich glaube, jeder, der Judo macht auf Weltklasse-Niveau, hat den Traum von einer Olympiamedaille. Ich habe es zum Glück schon einmal erleben dürfen, wie das ist, und ich hoffe, dass ich es noch einmal erleben kann. Für den erfolgreichsten Trainer Österreichs ist vor allem die Gemeinschaft wichtig. Ja, ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, was das Wochenende mitgearbeitet haben. Egal, ob es die Sportler waren, die Kinder waren, die Eltern waren. Ja, ohne die zusammen war das nicht zustande gekommen, dass wir so eine gute Meisterschaft gemacht haben. Nach dieser Meisterschaft gibt es ja dann noch eine After-Fight-Party. Was darf man da erwarten? Naja, ich glaube, da geht es mehr. Das ist der moderne Ausdruck für die Jungen. Da geht es darum, dass wir nachher noch ein bisschen Dankeschön sagen an alle ehemaligen Kämpfer, Funktionäre und so weiter. Und dass die Jugend nachher noch ein bisschen beieinander steht und ein bisschen Musik hat und ein bisschen feiern kann. Und zum Feiern gab es jede Menge, neben den Club 60er auch die 6 Meisterkronen von 14 möglichen.